Das heutige Video wird euch gesponsert von Eneba.com, dem Online-Marktplatz für die neuesten Games, wo ihr weniger als 70% vom Normalwert am Wochenende zahlen müsst. Wenn ihr ein Spiel haben wollt oder eine PSN-Karte, nutzt den Code Cheppy und bekommt das Ganze für einen super, super Preis bei der ersten Neuanmeldung. Hallo Leute, was geht? Herzlich willkommen auf meinem Kanal zurück. Ich denke, jeder von euch hat jetzt mittlerweile den neuen MW-Trailer gesehen. Es heißt tatsächlich Call of Duty Modern Warfare. Ich werde euch heute alles dazu sagen, was ihr über die Kampagne bereits weißt. Ich habe die letzten Tage mit Exclusive Ace, einem der wirklich sympathischsten COD-YouTubers, Kanadier glaube ich, hat einen großen Kanal, 500.000 Abonnenten, habe mit dem einige Nachrichten ausgetauscht. Er war auf dem großen Event, ich war es nicht, bin dafür zu klein. Er war auf dem großen Event, Activision und Infinity Ward haben viele YouTuber dazu eingeladen. Parmarsch, Dismo, Haptic war glaube ich eingeladen, hat aber abgesagt, aus persönlichen Gründen, das ist ja seine Entscheidung. Exclusive Ace, Drifter, alle die waren dort und haben natürlich Gameplay gesehen, haben Infos gesehen und alles mögliche. Und mir sind ein paar Sachen geshared worden und ich würde euch die gerne heute jetzt einmal beitragen. Ich muss jetzt leider auch mit dem Video warten zum Hochladen und Rendern, bis Exclusive Ace vor mir da war. Was ihr im Hintergrund seht, nicht erschrecken, das ist nicht das neue MW, das ist aus MW Remastered. Das heißt, ihr kriegt noch keinen neuen Gameplay-Footage. Das wird noch ein bisschen dauern. Ihr könnt das neue Modern Warfare tatsächlich schon im PSN-Shop vorbestellen für 69 Euro. Und ich habe ein paar Infos für euch, die super wichtig sind. Und ich versuche euch das alles so komprimiert wie möglich mitzugeben, weil wirklich heute der Trailer war absolut Weltklasse. Einer der besten Trailer, die wir je gesehen haben. Also erstmal, Call of Duty Modern Warfare heißt es Kurikazi oder Kurikaku, japanischer Nachname. Einer der Head-Entwickler von Infinity Ward hat gesagt, sie wollten nicht mit MW4 als Namen weitermachen, weil sie die bisherigen Stories, die immer eher fiktiv waren, also Russland greift Amerika an, das hätte man aus MW3 jetzt kaum fortführen können, realistisch. Man wollte im Prinzip ein Modern Warfare machen, mit dem wir Spieler uns verbinden können, wo wir nachvollziehen können, was gerade passiert. Und deswegen hat man gesagt, die bisher erzählten Stories, auch mit Nordkorea und Japan, China, sind schwer fortzuführen gewesen. Deshalb hat man sich dazu entschieden, dass man Folgendes macht. Und zwar, man nennt es nicht Modern Warfare 4, sondern einfach nur Call of Duty Modern Warfare. Und es wird in der heutigen Zeit spielen. Das Hauptthema ist im Prinzip Antiterrorkrieg. Es wird unter anderem eine Mission zum Beispiel in London geben. Diese Mission in London ist angelehnt an die No Russian Map oder No Russian Mission, die wir aus den alten MW-Teilen kennen, wo ihr im Flughafen seid und die in Deutschland, glaube ich, sogar zensiert wurde und es gab einen riesigen Aufschrei. Modern Warfare wird so eine Mission haben, wo es um Antiterrorkampf geht, wo in London ein Terroranschlag stattfindet, ein großer. Ist absolut heftig, ich kann es euch leider noch nicht zeigen, ich kann es euch nur erzählen. Das, was dort passiert, ist wirklich kontrovers, viele Missionen sind kontrovers, wir bekommen eine neue Engine dazu endlich. Die letzten 4 Jahre hat Infinity Ward an einer nagelneuen Engine gearbeitet. Das heißt, die Sound Engine und die Grafik Engine sind beide auf einem jetzt höheren Level als das aktuelle Battlefield. Und jeder, der bisher Battlefield vor Call of Duty vorgezogen hat, hat oftmals gesagt, sieht besser aus, klingt besser, hört sich realistischer an, sieht realistischer aus. Infinity Ward hat es geschafft und haben eine neue Engine, das allererste Mal seit, ich glaube, 5 oder 6 Jahren in Call of Duty eingeführt. Ihr werdet das, sobald ihr die richtigen Gameplay-Footages von den ersten Missionen seht, auf jeden Fall in der ersten Sekunde sehen. Das ist wirklich absolut, ich habe nur 2 Bilder gesehen, ich darf die nicht sharen, aber es sieht absolut krass aus. Wirklich, es sieht absolut heftig aus. Die haben auf dem Event mit der PS4 Pro gespielt, haben die 60 FPS ohne Probleme erreicht. Wichtige Info zusätzlich, wir bekommen Crossplay. PlayStation 4, Xbox One, PC, alle können MW zusammen spielen. Es wird gemeinsame Partys geben können, ohne dass man irgendwie Skype oder sowas braucht. Man kann gemeinsam gegeneinander zocken. Es gibt Spec Ops, es gibt eine Kampagne, es gibt einen Multiplayer, es gibt kein Battle Royale. Es gibt keinen Season Pass, es wird kein Season Pass verkauft, ihr könnt extra Inhalte per Season Pass nicht kaufen. Gott sei Dank, vielen Dank dafür. Wir werden freie Maps, freie Waffen, freie Charaktere und freie Content so bekommen, mit dem Start des Games und nach dem Start des Games. Ihr könnt in-game charakteristische Sachen kaufen, die nicht das Gameplay beeinflussen. Es wird keine Spezialisten geben, das ist eine der wichtigsten Infos, die wir, glaube ich, haben. Captain Price kehrt zurück, andere Charaktere aus den alten MW-Teilen kehren zurück.
Ich weiß nicht genau, wie viele und welche. Ich weiß aber, das ist auf jeden Fall Captain Price. Ihr habt ja auch im Trailer gesehen, er ist wieder da. Sie haben komplett in der Kampagne das System geändert, wie die Gegner, also die Bots sozusagen, reagieren. Es sind jetzt viel intelligentere. Ihr habt eine richtige Nachtsicht, nicht dieses sozusagen künstlich dargestellte Nachtsichtgerät, sondern ein richtiges Nachtsichtgerät, was richtig anzeigt, wo jemand wie läuft, wie man seine Konturen sieht. Wenn ihr in der Kampagne zum Beispiel Lichter ausschießt, reagieren die Gegner anders, als wenn die Lichter an sind. Gegner verstecken sich nicht mehr nur hinter Wänden, sondern teilweise auch unter Betten. Wenn ihr im Singleplayer, also in der Kampagne, euren Charakter, ihr spielt immer verschiedene, hochlevelt, ihr könnt da verschiedene Stufen hochleveln für bessere Ausrüstung, wird das automatisch auch auf den Multiplayer übertragen. Das heißt, es wird dafür gesorgt, dass man das Interesse hat, sowohl Singleplayer-Kampagne als auch Multiplayer zu spielen bei dem Ganzen. Finde ich absolut heftig, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist etwas, worauf wir seit langer, langer Zeit gewartet haben. Es gibt verschiedene Missionen in der Kampagne. Man hat sich bewusst dazu entschieden, dass man eine neue Story anfangen möchte. Die Story von MW wird nichts mit MW1, 2 oder 3 zu tun haben. Wir werden einzelne Charaktere wiedersehen, deren Tode wir alle, glaube ich, betrauert haben. Die werden wieder in das Spiel zurückkehren, aber in welchem Ausmaß kann man aktuell noch nicht sagen. Das neue MW wird in der jetzigen Zeit spielen. Das heißt, wir werden im Mittleren Osten sein, wir werden in Fernost sein, wir werden in London sein. Es gibt eine Mission in Deutschland, ich weiß nicht genau in welcher Stadt in Deutschland. Ihr werdet Antiterrormissionen haben, ihr werdet selbst Terroranschläge ausführen. Es wird sehr kontrovers sein. Es gibt im Prinzip in diesem Modern Warfare-Teil keine Grenzen, die wir so aus den anderen CODs vielleicht kennen, wo man nach der No-Russian-Mission damals vorsichtig geworden ist. Dadurch, dass die Spezialisten raus sind, ist viel mehr Augenmerk auf neuen Waffen, neuen Maps. Es wird mindestens 8 neue Maps geben. Mindestens. Und zwar komplett neue Maps, die wir so noch nicht gesehen haben. Infinity Ward hat selber gerade angekündigt, dass die nächsten Tage noch viel, viel mehr Infos zum neuen MW kommen. Zusätzlich wurde von Exclusive Ace und Drifter schon bestätigt, dass die Engine sich mit der Vielzahl an Waffen, keiner weiß, wie viele Waffen es sind, auch die haben natürlich nicht alles gesehen, aber es werden sehr, sehr viele Waffen sein, dass die Vielzahl an Waffen unglaublich Spaß macht. Ich bin mehr als begeistert von all den Infos, die wir jetzt von Ace, von Drifter bekommen haben, die wir jetzt auch, wenn ihr bei Twitter zum Beispiel schaut, da könnt ihr es auch sehen bei Infinity Ward, da gibt es auch schon Zeitungsartikel, dass man gesehen hat, dass der Season Pass so wie in Black Ops 4 nicht funktioniert, dass die Leute sich betrogen fühlen, dass es die Spielerbasis auseinanderdividiert. Das wird es nicht mehr geben. Das heißt, wir haben endlich ein COD, was so ist, wie wir das eigentlich schon seit, ich weiß nicht, wie viele Jahren haben wollen. Wir haben endlich eine neue Engine bekommen. Diese neue Engine ist unglaublich wichtig gewesen, denn die letzten 5, 6, 7 Jahre haben wir die gleiche Grafik- und Sound-Engine gehabt. Der Sound funktioniert nicht richtig. Es geht so weit zum Beispiel, dass ihr, wenn ihr von 50 Metern auf ein Haus schießt und aus 20 Metern könnt ihr mit geschlossenen Augen erkennen, dass der Sound von dem Haus, was näher steht, näher ist als das Haus, was weiter entfernt steht. Ich hoffe, das ist, macht Sinn so. Das heißt, die Sound Engine wurde realistisch angepasst. Es gibt Bullet Travel Time, was Sinn macht, finde ich. Das heißt, es macht einen Unterschied, ob ihr auf 50 Meter auf den Gegner schießt oder auf 100 Meter. Wie sich das nachher bei Spec Ops entwickelt und in der Kampagne und im Multiplayer und wie das alles funktioniert zusammen, kann man jetzt noch nicht sagen. Das ist reine Spekulation, daran kann ich mich nicht beteiligen. Der Trailer, ihr habt ihn ja mit Sicherheit gesehen, zeigt uns 2 Minuten im Prinzip Ingame-Footage. Wir sehen die Terrormission in London, wir sehen Captain Price, wir sehen die Nachtsichtgeräte, wir haben verschiedene Streaks gesehen. Das ist zum Beispiel das Spectre Gunship, wir haben A-10 gesehen, also panzerbrechende Kampfflugzeuge. Wir haben sowas wie ein Jeep mit MG gesehen. Ob das jetzt nachher ein Auto ist, was man so steuern kann oder eine Streak, das weiß ich jetzt nicht. Aber wir haben auf jeden Fall schon einiges gesehen. Und dafür, dass wir nur einen 2-Minuten-Trailer im Prinzip haben, der Trailer, wo ihr ihn finden könnt, ist auch unten verlinkt. Also da könnt ihr auf die Call of Duty-Seite gehen. Es ist absolut Wahnsinn. Ich bin mehr als gehypt. Ich bin mehr als glücklich darüber, dass wir endlich einen Schritt in die richtige Richtung machen. Kein Season Pass mehr ist eine der wichtigsten Sachen überhaupt. Ich weiß nicht, wie viel von euch 50 € für diesen Season Pass ausgegeben haben und im Prinzip kaum was bekommen haben. Auch dass Crossplay endlich möglich ist. Wir werden volle Lobbys haben. Es werden viel, viel mehr verschiedene Spieler zu finden sein, was definitiv geil wird.
Stellt euch mal vor, Crossplay mit PC-Spielern, mit Xbox-Spielern, mit PlayStation-Spielern und richtigen Leaderboards dazu. Das neue COD, es kommt am 25. Oktober, ist es glaube ich, 25.10. wurde gezeigt. Das neue COD wird vieles von dem haben, was wir uns seit Monaten und Jahren wünschen. Und ich glaube, dass wir immer noch vorsichtig sein müssen, aber dass die richtigen Sachen erkannt worden sind. Von Infinity Ward, von Activision. Weil Infinity Ward sind viele von den Mitarbeitern, die nach MW2 aufgehört haben und zu Respawn gewechselt sind, die haben ja dann die Titanfall-Serie gemacht, sind vor Monaten wieder zu Infinity Ward zurückgekehrt. Das heißt, wir können uns auf das Beste aus allen Modern Warfare-Teilen gefasst machen, was wir bisher hatten, kombiniert mit heutiger Grafik, heutigem Soundsystem, vielen neuen Waffen, Multiplayer-Maps, Zusatzcontent, der umsonst ist, was unglaublich wichtig ist und. Also, ich bin gehypt, ich habe da richtig Bock drauf, wenn ich ehrlich bin. Wenn euch das gefällt, lasst ein Like da, lasst eine positive Wertung da, ich würde mich freuen. Wenn ihr neu auf dem Kanal seid, lasst gerne ein Abo da. Ich bin raus, Game ist vorbestellt, bis morgen.